Vielen Dank. Ich hoffe, das hat einige ein bisschen aufgewühlt, auch dazu gebracht, mitzumachen in dieser Strategie-Diskussion. Es wird ja einen Diskurs geben, da ist der Termin genannt. Kommt, macht mit. Und jetzt Nicole Britt. Ja. So, wir wären damit am Ende. Aber nicht so am Ende wie in dem Vortrag eben. Ich sehe das nicht ganz so negativ. Lieber Landesparteitag, danke für diesen Landesparteitag. Danke an die Teilnehmenden. Danke an die fabulöse Orga. Danke auch an unsere grandiose Versammlungsleitung. Danke an die Wahlleitung mit den Wahlhelfern, die schneller auszählen, als Andy Pop spricht und Mauri fährt. Danke an die Technik und dass das Internet die ganze Zeit funktionierte. Ich hab gestern Nacht meine Twitter-Timeline nachgelesen und der Hashtag LPTY141 war bei den Politik-Top-Themen vor USA, NATO, Ukraine und Merkel. Ich möchte, dass wir wieder Themen setzen, unsere Themen. Und ich möchte, dass wir das Feuer weitertragen, anstatt die Asche aufzubewahren. Und ich möchte vor allen Dingen der Enkelgeneration nicht erzählen, dass wir den Kampf gegen die totale Überwachung wegen persönlicher Differenzen verloren haben. Damit schließe ich diesen Parteitag. Kommt gut nach Hause. Also, genau, beklatscht sie ruhig. Sie hat es versucht. Sie hat es versucht, ne? Sie schließt natürlich den Parteitag nicht, aber sie darf noch was sagen. Okay, am nächsten Freitag, 19.09. um 19 Uhr im Union-Kino Schwandorf ist eine Veranstaltung zum Thema Fracking. Wer sich dafür interessiert, bitte hinkommen. Ich bin auch da. So, ich verstehe Sie ja, ihr habt eine starke Frau als 1V gewählt, aber natürlich kann sie den Parteitag nicht schließen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufnahme bei euch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Auch das würde sie nicht hinkriegen. Ich möchte nochmal namentlich den Gerd, der da vorne am Shitstorm-Kristallisationspunkt fast durchgehend gesessen hat, der jetzt nicht mehr da ist, aber wir möchten uns trotzdem herzlich bei ihm bedanken. Auch bei Bim, bei meiner wunderbaren Assistentin Claudia, ohne die ich hier nichts gewesen wäre, gar nichts, ja, die mir den Rücken so freigehalten hat wie ein Arbeitstier sondergleichen. Dankeschön, Claudia. Auch der Thoralf war ein wunderbarer Mitarbeiter hier. Die Wahlleitung mit Mauri und Andy Pop haben Unmenschliches geleistet, waren schneller, wie wir mit den Tagesordnungspunkten hinterherkamen. Das heißt also, es hat mir ganz großen Spaß gemacht. Wir bedanken uns und wir kommen gerne wieder. Und hiermit schließt der Versammlungsleiter den Parteitag. Kommt gut nach Hause und helft beim Abbau. Helft bitte beim Abbau. Dankeschön. Danke noch. Danke nochmal. Ich möchte auch noch kurz ein paar Worte hinzufügen, auch wenn es schon geschlossen ist. Ihr habt es vorhin mitbekommen, unsere Versammlungsleitung der Herzen hat heute Geburtstag und deswegen haben wir noch ein kleines Geschenk für Sie, weil sie musste heute ja komplett ohne Geburtstagsfeier auskommen. Also, vielen Dank an Duzi, dass du das durchgehalten hast hier. Was cool. So, ganz kurz was zum Abbau. Dankeschön. Es wäre schön, wenn noch ein paar da bleiben können und kurz helfen. Und zwar geht es darum, hier unten alles Gaffer abzumachen, die Steckdosenleisten auszustecken, alles auf die Tische hochlegen, die Router abbauen
Die Tische und Stühle können stehen bleiben, das macht das Antoniushaus selber. Es wäre halt super, wenn da ein bisschen Hilfe noch dabei wäre, dass wir schnellstmöglich hier raus sind, dass wir auch mal Feierabend haben. Dankeschön. Ah, eins noch. Das Gaffer vorher abziehen und nicht das Kabel mit dem Gaffer abreißen. Ansonsten wird das Gaffer am Kabel kleben und wir kriegen das nicht ab. Dankeschön. Thank you.